Möchte euch noch ein Tonhund vorstellen. Wieder ein Rüde, Semi, Mischling, klein bis mittel, ja, würde ich mal sagen, schöne Hängeohren. Geburtsdatum, Geburtsjahr, circa 2011, also ja, schon 13 Jahre, Kastration natürlich, ja. Der reizende Semi wurde gefunden, schade. Und also gut gefunden worden ist, aber schade, dass er ausgesetzt worden ist. Und am 5.9.23 zu uns gebracht, aber so schon über ein Jahr im Tierheim. Er ist ein sehr lieber, ruhiger Hund, der die Gesellschaft von Hündinnen mag. Trotz seines geschätzten Alters ist er noch in einer guten Verfassung. Semi sollte seine letzten Jahre in einem warmen Zuhause und nicht in unserem Tierheim verbringen müssen. So sehe ich es auch. Jeder Hund gehört in eine Familie oder in ein gutes Rudel in einer Familie. Gerne als Alleinhund, auch schöner Hund. Ja, mittelgroß bis zum Knie. Dank Annette als Rettungspatin. Videos sind leider nicht dabei, also wird ein kurzes Video. Ein brauner Hund. In guter Verfassung. Schon 13 Jahre alt. Wird wahrscheinlich ein perfekter Hund für ein älteres Pärchen sein, für einen älteren Mann, für eine ältere Frau, der noch einen guten Begleiter für die letzten Jahre braucht. Ja, gefällt mir gut. Mal etwas andere Färbung. Ich hatte auch schon mal einen braunen Hund, das war mein Zeus, der war aus Spanien. Also, wer einen etwas älteren, lieben Hund möchte, gerne zu einer Hündin. Der klein mittel ist, ich schätze mal so 10, 12 Kilo, 13 Kilo, kann man schlecht sagen, ist auf jeden Fall nicht zu dick. Der kann sich gerne melden. Unten in der Beschreibung ist auch die Webseite von Hundefreunde Ich will Leben e.V. Super Tierschutzverein. Und die Mailadresse hinterlegt, gerne anschreiben. Genau. Und dann vielleicht erhält so der kleine Semi ein neues, tolles, warmes Zuhause in Deutschland. Bis dann, ciao.